Wir werden gefördert von der Wirtschaftsagentur Wien, werden unterstützt von Acolono, Acquia, Tronomics, ProPeople, Knallgrau, WebShapers und Sensations. Wir werden versuchen, uns daher auch etwas kürzer zu halten, dass wir in dem vorgegebenen Zeitrahmen fertig werden. Dennoch befinden wir uns jetzt gerade bei diesem Thema in einer sehr philosophischen Sphäre, denn fragt man einen Developer, sind die Ansichten, was die Entwicklungsumgebung angeht, wahrscheinlich sehr unterschiedlich zu den Meinungen eines zweiten Developers. Dabei können wir uns natürlich sehr ausdehnen unter diesem Begriff. Einerseits das Development Environment umfasst natürlich einerseits die Tools, die wir benötigen, um mit Drupal in diesem Fall arbeiten zu können oder optimal arbeiten zu können. Das bedeutet, wir reden von Erweiterung des Drupal-Ökosystems im Sinne von Kommandozeilen-Interfaces, Drush zum Beispiel, aber auch von ganz allgemeinen Entwicklertools, besonders jetzt im PHP-Bereich reden wir da von einem IDE wie zum Beispiel PHPStorm oder NetBeans. Und wir könnten aber diesen Begriff jetzt auch noch weiter ausdehnen und davon sprechen, wie das System, auf dem wir arbeiten, grundsätzlich aufgebaut ist. Das bedeutet, reden wir jetzt von einem einfachen Windows-System, vielleicht mit XAMPP, reden wir von einem Mac mit MAMP oder dem Acquia Dev Desktop, oder aber reden wir von einer komplexen Lösung, die auf Linux-Containers mit Docker und einem komplett gekappelten Entwicklungssystem ausgeht. Wir werden versuchen, uns jetzt in erster Linie mit den grundlegenden Funktionen oder mit den grundlegenden Anforderungen eines Development Stacks, um die Basisfunktion eines Entwicklungszyklus in Drupal abbilden zu können. Werden aber noch ganz kurz eben auf diese erweiterten Anforderungen eingehen. Aber ja, fangen wir einfach mal an. Na gut. Ja, nachdem wir vorher schon ein paar Mal gefragt worden sind, was braucht Drupal, um grundsätzlich zu laufen? Also man braucht in irgendeiner Form einen HTTP-Server, Nginx oder Apache, Datenbank MySQL 5 haben wir dann eruiert und PHP, die Version mindestens 5.4 aufgrund der Verwendung von Trades. Man muss das in irgendeiner Form einmal für sich bereitstellen. Man will das lokal zur Verfügung haben, damit man nicht alles auf einem Server testen muss und ständig alles über FTP oder Rsync hochspielen muss. Man kann jetzt entweder das in irgendeiner Form selbst bereitstellen, es funktioniert in jedem Betriebssystem, um jetzt schnell einmal einfach losstarten zu können und irgendwas mit Drupal zu machen, bieten sich auch so komplett Pakete an wie MAMP und XAMPP, die einfach mit einer Installationsdatei für Windows, Mac, Linux, dem HTTP-Server, dem PHP-Interpreter und die Datenbank-Tools zur Verfügung stellen, damit man es einfach ausprobieren kann. Direkt von Acquia, einer Drupal-nahen Firma, wenn man das so diplomatisch ausdrücken darf, wird zum Beispiel auch der Acquia Dev Desktop zur Verfügung gestellt, der im Großen und Ganzen dieselben Funktionalitäten wie MAMP oder XAMPP beinhaltet, nur noch mehr in Richtung Drupal spezialisiert wurde. Und grundsätzlich drupal.org/requirements ist die Anlaufstelle, um zu wissen, was brauche ich, um Drupal betreiben zu können. Und dann grundsätzliche Anforderungen an einen Stack, wie ich schon sagte, lokale Umgebung für schnelles Testen ist das Wichtigste. Versionskontrolle, sollte man sie nicht verwenden, sollte man sich ansehen, dass man sie verwendet und dass man das erlernt. Ein Kommandozeilen-Interface ist immer eine sehr große Hilfe, um schneller zu werden und produktiver zu werden. Und wie auch schon vorher von Wolfgang im letzten Talk erwähnt, ein Debugger ist gerade jetzt mit Drupal 8 sehr, sehr praktisch, da man einfach so Zusammenhänge wie Dependency Injection, welche Objekte habe ich wirklich in der Hand, zur Laufzeit inspizieren kann. Dazu ist auch noch zu erwähnen, dass gerade um Drupal 8 zu erlernen oder um generell PHP-Komponenten zu erlernen, Xdebug das Tool Nummer 1 ist, da ich durch die Funktionen, mit denen ich eben durch den Code steppen kann und den Verlauf der Programmausführung verfolgen kann, wirklich nachvollziehen kann, wie funktioniert Drupal, was passiert bei einem Seitenaufruf und wie läuft der Code durch meine Applikation.
Wie bereits zuvor erwähnt, von einem Basis-Setup ausgehend, was wir jetzt auf der ersten Seite gesehen haben, lässt sich natürlich das Ganze noch weiter abstrahieren. Ich kann entweder mich entscheiden, eine einfache Entwicklungsumgebung aufzusetzen, innerhalb weniger Stunden, Minuten vielleicht sogar, oder aber ich kann mich Wochen mit den nötigen Ressourcen beschäftigen und dann natürlich einen sogenannten Killer-Stack aufbauen, der dann höchstwahrscheinlich in der heutigen Zeit dann auf Docker basiert, die einzelnen Komponenten des der Entwicklungsumgebung gekoppelt hat. Und unabhängig von dem Projekt bzw. auch projektübergreifend konfliktfrei funktioniert. Ein weiterer Vorteil eines solchen Stacks ist eben, dass ich dann, besonders dadurch, dass ich ja eben meine Entwicklungsumgebung dann virtualisiert vorliegen habe, hundertprozentig sicherstellen kann, dass ich den gleichen Stack habe, der dann auch auf der Produktivumgebung läuft. Das heißt, Probleme, die entstehen, dadurch, dass ich lokal unter Umständen eine unterschiedliche Konfiguration jetzt im Vergleich zu der Produktionsumgebung habe, also nach dem Motto, bei mir lokal funktioniert es ja, warum läuft es auf dem Server nicht, können dadurch ausgeschlossen werden. Ein weiterer hilfreicher Tipp, der jetzt wahrscheinlich bei den meisten Leuten eh bereits gegeben ist, um bei Systemen wie Drupal, die eine Vielzahl an Dateien bereits im Core enthalten haben, hilft, ist einfach das Einsetzen einer SSD. Performance-Steigerung dadurch bei der Entwicklung ist enorm, auch beim Ausführen der Tests, die ohne eine SSD teilweise mehrere Minuten, wenn nicht sogar für den gesamten Drupal-Test-Stack eben eine Stunde brauchen. Mit SSD lässt sich das deutlich beschleunigen. Und auch schon, wie wir beim ersten Talk gesehen haben, man verbringt als Entwickler oft auch sehr viel Zeit in Konfigurationsinterfaces und baut da sehr viele Komponenten und sehr viel Funktionalität zusammen. Und wenn man das den ganzen Tag macht, ist man sehr froh, wenn ein Klick dann einmal nur mehr halb so lang dauert. Gut, wieso sollten wir Versionskontrolle verwenden? Grundsätzlich, das Versionskontrollsystem, das aktuell State of the Art verwendet wird, ist Git. Drupal.org setzt Git ein, die Drupal Community setzt Git ein, die ganzen Contributed Module und der Core selbst werden mit Hilfe von Git entwickelt und versioniert. Wieso brauche ich als Entwickler Git? Erstens, ich habe eine Änderungshistorie. Ich kann mir ansehen, was hatte ich wann und wie. Ich kann Branching ausführen. Das bedeutet, ich spalte eine Version meines Codes ab. Und so können beispielsweise mehrere Entwickler parallel Features zur Verfügung stellen, programmieren, ohne sich gegenseitig in die Quere zu kommen. Und vor allem, ich kann Experimente durchführen, ohne irgendwie ein Risiko zu haben, okay, wenn ich das jetzt ändere, muss ich das wieder rückgängig machen, habe ich dann noch mein Backup irgendwo. Und was noch dazu kommt, ist, dass man im Normalfall Git nicht nur lokal auf seiner Entwicklungsmaschine betreibt, sondern irgendwo einen Git-Server stehen hat, zum Beispiel GitHub oder Drupal.org, wo man seine Arbeit hin pusht. Und sie wird dort sicher gespeichert. Und selbst wenn ich jetzt Kaffee über dieses Notebook schütte, ist die Arbeit nicht verloren. Das sind so die Hauptpunkte. Dann Drush. Drush ist die Drupal Shell. Und das ist ein Kommandozeilentool, mit dem man Drupal steuern kann. Hauptvorteil ist Geschwindigkeit. Man ist sehr viel schneller, man muss sehr oft den Cache clearen, oder gewisse Seitenoperationen ausführen, User erstellen, Test-Content erstellen, all das funktioniert über Drush, sehr schnell und einfach, ohne dass man die Maus und das Interface bemühen muss. Drush ist wie jedes Shell-Tool automatisierbar, das heißt, wenn jemand Bash-Scripting, Shell-Scripting affin ist, kann er sich damit sicher nützliche Automatisierungen bauen, die er immer wieder braucht. Grundsätzlich ist es weniger fehleranfällig für repetitive Tasks. Dann wieder mal Geschwindigkeit, ist ganz wichtig, man ist sehr, sehr, sehr viel schneller. Man kann es auch fürs Deployment einsetzen, das heißt, ich kann mit Hilfe von Drush einfach ein Datenbank-Sync von einem Live auf den Dev-Server machen, ich kann Code synken, ich kann Files herumschieben, das funktioniert alles sehr gut. Dann, wirkt dem RSI-Syndrom entgegen, wenn man weniger die Maus verwendet und die Hand tut nicht weh. Ja, und wenn wir es noch nicht gesagt haben, man ist schneller mit Drush.
Ein wichtiger Hinweis an der Stelle noch, wir haben jetzt bei der Site-Building-Session kurz einmal behandelt, wie Konfiguration in Drupal 8 funktionieren wird, wie das Staging dieser Konfiguration und das Deployment dieser Konfiguration funktioniert. Das sind alles Tasks, die mit Drush auf der Kommandozeile durchgeführt werden und dann wahrscheinlich im täglichen Development-Alltag auch über Drush durchgeführt werden. Gleichwohl lassen sich diese, wie Philipp auch bereits erwähnt hat, diese repetitiven Tasks und auch das Deployment der Konfiguration natürlich automatisieren. Das heißt, in dem Moment, wo ich jetzt ein Git-Repository habe, in dem mein Drupal-Code liegt, in dem ich dann auch Drush verwende, um meine Konfiguration zu synken, kann ich Automatisierungen, sogenannte Continuous Integration bzw. Continuous Delivery Stacks verwenden, die dann bei Veränderungen in meinem Code automatisch auf diese Veränderungen reagieren, die neue Version dieses Codes auf dem Server deployen und im selben Moment die Konfiguration, die ebenfalls dann in der Version Control liegt, auf dem Server synchronisiert. Vielleicht noch kurz zu erwähnen, dort drüben liegen Poster auf von der Agentur Sensations, die in lustiger Form ein paar Drush-Kommandos erklären. Dazu vielleicht noch zu sagen, sie sind noch aktuell bezogen auf Drupal 7. Die Drupal 8-Kommandos sind noch nicht enthalten, aber ja, bereits in Drupal 7. Das heißt, Anwender von Drupal, die jetzt noch mit Drupal 7 arbeiten und jetzt bereits Interesse haben, Drush zu verwenden, sollten sich eins dieser Poster noch sichern, denn schadet nie, diese Befehle griffbereit zu haben. Grundsätzlich für beide Tools, sowohl Git als auch Drush, gibt es, wenn man einmal Drush install Windows oder so googelt, finden sich genügend Erklärungen, wie man es in seiner eigenen Umgebung bereitstellt. Ja gut, der Debugger. Auch wie man ihn installiert, werden wir an diesem Punkt nicht erklären. Wir wollen euch nur nahelegen, wieso. Grundsätzlich geht es darum, man will zur Laufzeit wissen, was passiert. Was steht in meinen Variablen? Was passiert in welchem? Von wo wurde die Funktion aufgerufen, wo stehen wir im Execution Stack, was in einem einfachen System vielleicht noch so funktioniert. Dank Container und Dependency Injection weiß man das nicht mehr zwingend. Das Gute an Dependency Injection ist, dass die Komponente nicht wissen muss, wo sie aufgerufen wird. Das Schlechte an Dependency Injection ist, dass die Komponente nicht weiß, wo sie aufgerufen wird, also auch man als Entwickler nicht. Also das sind Probleme, die man mit einem Debugger sehr, sehr, sehr viel einfacher lösen kann. Dann, wie auch schon erwähnt, man lernt durch einen Debugger am besten Drupal zu verstehen. Wenn einem das Verhalten eines bestimmten Blocks, eines bestimmten Plugins, was auch immer, nicht klar ist, kann man einen Breakpoint setzen, wie wir dann kurz vorzeigen, und sich einfach ansehen, wie kommt das System an diesen Punkt, welche Schritte wurden bis dahin ausgeführt, was passiert eigentlich. Ja, und am Ende des Tages ist es viel schneller als Echo meine Variable und ich schaue mir den Output an. Ja? Die Frage war, ob es einen Unterschied zwischen X-Debug und dem eingebauten, welchem Debugger? Ich glaube, wir reden vom Gleichen. Wir reden vom Gleichen. Also der Punkt ist, IntelliJ bzw. PHP Storm benutzt X-Debug. X-Debug ist die PHP-Extension, die serverseitig läuft und die sich mit der IDE verbindet. Und es ist eigentlich, PHP Storm liefert ein mehr oder weniger Zero Configuration Setup für XDebug. Also man muss eigentlich fast nichts einstellen und es funktioniert fast out of the box. So, an dieser Stelle müssen wir jetzt aufpassen, dass das hier nicht zu einer Verkaufsveranstaltung von PHP Storm wird. Integrated Development Environment, IDE. Genauso wie XDebug ein essentieller Teil ist, um mit Drupal 8 produktiv arbeiten zu können, ist auch ein IDE mit Drupal 8 fast unerlässlich. Es gibt mehrere verschiedene Möglichkeiten, eben im Code sich zu bewegen. In den letzten Jahren sind immer mehr verschiedene IDEs auf den Markt gekommen, gestartet bei Eclipse, NetBeans, Sublime Text als etwas lightweightere Lösung und jetzt dann seit einigen Jahren auch PHP Storm. Zu sagen, dass bei PHP Storm hat sich in den letzten 2 Jahren und auch jetzt mit Drupal 8 immer mehr zu dem IDE für Drupal-Entwickler entwickelt. Einfach deshalb, weil die Entwickler von PHP Storm selber
eine Drupal-Integration implementiert haben in PHP Storm. Es gibt eine Symfony, ein Symfony-Plugin, das weiteres Code-Auto-Completion mittels des IDEs ermöglicht. Und das ist einfach zu sagen, grundsätzlich, was der Vorteil eines IDEs ist, einfach weniger Syntaxfehler. Ich werde hingewiesen im IDE darauf, wenn ich etwas falsch schreibe. Ja, ich bekomme automatisch einen roten Underscore, ein rotes Highlight im IDE dargestellt. Ich kann intelligent navigieren, ich kann nach Klassen, nach Funktionen und Methoden suchen und kann wesentlich besser die Zusammenhänge verstehen zwischen den einzelnen Komponenten und Klassen. Ja, wie gesagt, die Auto-Completion. Seit Drupal 7 gibt es, beziehungsweise sogar für Drupal 6, aber seit etwas mehr als einem Jahr gibt es in PHP Storm eine Drupal-Integration, die mir ermöglicht, eine Auto-Completion für Hooks zu verwenden. Das bedeutet, wenn ich mich in einer Moduldatei befinde und dort beginne, dem Modulnamen entsprechend den Hook zu implementieren, bekomme ich bereits angeboten, den Hook vollständig mit inkludiertem Code-Comment etc. Und den verfügbaren Parametern der Funktion einzubinden. Gut. In dem Moment jetzt werden wir einmal zurück in den IDE schwingen und zunächst einmal uns den Debugger anschauen. Wie gesagt, auf diesem System läuft jetzt PHP mit der Xdebug-Extension. In Drupal, in PHP Storm kann ich jetzt meine Konfiguration so vornehmen, dass ich mittels des, ne, mittels des Listeners auf eine eingehende Xdebug-Connection warte. Ich kann jetzt an verschiedensten Stellen im Code Breakpoints definieren. Diese Breakpoints führen dann dort dazu, dass die Ausführung des Codes pausiert wird und ich explizit an dieser Stelle die Variablen, die zu der Zeit im Prozess zur Verfügung stehen, inspizieren kann. Ich kann theoretisch Code ausführen und einfach mit den Variablen besser arbeiten. Das heißt, ich könnte auch an einer bestimmten Stelle ausprobieren, was würde diese Funktion jetzt zurückgeben? Exakt. Habe ich wirklich den richtigen Container in der Hand? Was passiert damit? Wenn wir jetzt dann die Seite einmal im Browser öffnen, und hier starten, dann sehen wir jetzt hier, ist die Ausführung der Seite pausiert worden. Ich bekomme hier ausgegeben eine Auflistung der aktuell zur Verfügung stehenden Variablen. Die man nicht mehr verwenden sollte in Drupal 8. Genau. Man kann jetzt mittels der F-Shortcuts durch den Code wandern. Das bedeutet, desto weiter ich durch den Code laufe, jetzt wurde die Autoloader-Variable bereits definiert, kann ich jetzt hier inspizieren, was liegt dort drin. Ich kann weiter steppen und sehe, wie sich eben die Applikation halt aufbaut. Ich könnte jetzt in einen Controller gehen zum Beispiel von der Frontpage und dort mir ausgeben lassen, was dort aktuell passiert. Und ich kann aber auch nicht nur mich in dieser Datei bewegen, sondern ich könnte jetzt auch sagen, ich möchte in die Funktion, die hier gerade in dieser Zeile, in der ich mich aktuell befinde, markiert durch das blaue Highlight, hineingehen und sehen, was in dieser Funktion passiert. Und so kann ich Schritt für Schritt durch die Applikation durchlaufen, bis zu dem Punkt, wo zum Beispiel ein Fehler in meinem Code auftritt und dadurch dann nachvollziehen, zum Beispiel die Applikation bricht ab, dadurch, dass ich irgendwo einen Fehler habe, Fatal Error in einer PHP Executable und könnte dann an der Stelle, wo der Code zuletzt eben ausgeführt wurde, einen Breakpoint setzen und beim nächsten Durchlauf eben genau an dieser Stelle hineinspringen. Das heißt, jetzt befinde ich mich hier im Code, setze hier einen neuen Breakpoint, entferne die Breakpoints, die ich zuvor gesetzt habe und beim nächsten Mal, dass ich denselben Code ausführe, werde ich es an der Stelle, wo ich zuvor war, wieder gestoppt, kann mir wiederum die verschiedensten Variablen anschauen, die hier definiert sind. Ja. Und so eben den Ablauf des Codes besser verstehen. Was auch oft ganz praktisch ist, man kann Conditional Breakpoints setzen, wenn man zum Beispiel in einer sehr großen Schleife drin ist, aber es interessiert einen nur,
der Einsprungpunkt, wenn ein bestimmter Wert bearbeitet wird. Dann kann man, glaube ich, rechts auf den Breakpoint klicken direkt. Genau, und dann kann man da eine PHP-Condition, Variablenname ist gleich irgendwas, definieren. Und dann bleibt der Breakpoint nur, sollte das zutreffen, stehen. Und man muss nicht immer weiter drücken. Das ist besonders dann hilfreich, wenn wir uns in sehr ausgedehnten Schleifen befinden, wo ich weiß, dass ein gewisser Fehler nur dann auftritt, wenn ein bestimmter Wert in einer Variable enthalten ist. Und so kann ich dann eben explizit auf diesen Wert dann meinen Breakpoint setzen. Was PHP Storm als IDE dann auch mitliefert, ich glaube als eine der ersten, ist passend jetzt auch Twig. Highlighting, Completion, eigentlich volle Unterstützung. Und natürlich auch für YAML-Files. Das wäre jetzt ein Twig-Template mit Highlighting für die Twig, für den Twig-Syntax. Zusätzlich dazu habe ich in den verschiedensten YAML-Files Autocompletion für die mir dort zur Verfügung stehenden Parameter. Ich habe eine Autocompletion, in der ich die übersetzbaren Strings wiederfinden kann. Das heißt, wenn ich in verschiedenen Modulen die gleichen Strings referenzieren möchte, kommt es nicht zu Duplikaten mit unterschiedlichen Kommata an verschiedensten Stellen, sondern ich bekomme dort eine Autocompletion angeboten, die die Strings, die bereits in dem System verwendet wurden, nochmal anbietet. Oder auch zum Beispiel, wie wir in der letzten Session gehört haben, Services und Services miteinander verbinden über die Service-IDs. PHP Storm durchsucht die verschiedenen YAML-Konfigurationsdateien, findet dort definierte Services mit dem Symfony-Plugin. Und wenn ich einen weiteren Service definiere und dort sage, okay, der hat diese und diese Abhängigkeiten, werden diese IDs automatisch auch autocompleted. Und man muss nicht wieder nachschlagen gehen, okay, wie wurde der Service benannt und der. Wie bereits angesprochen, gibt es auch die Möglichkeit, innerhalb meines Codes zu navigieren, was ohne IDE natürlich sehr, 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 sehr aufwendig ist. Ich habe eine Möglichkeit nach Symbols, also nach Methoden und Parametern, nach Argumenten und Funktionen zu suchen. Mit automatischer Autocompletion für meine Funktion, kann dort dann automatisch hinspringen zu den einzelnen Bereichen im Code. Ich kann mir die Klasse, die einzelne Klasse selber nochmal in einem Pop-up anzeigen lassen und hier dann zu den verschiedensten Methoden innerhalb der Implementierung, in der ich mich gerade befinde, springen. Ich kann explizit auch nach Klassen nur suchen, nicht nach Methoden. Kann dann hier wiederum navigieren und hinspringen. Ich kann nach Dateien suchen. Zum Beispiel nach den Twig-Templates und diese navigieren. Und wie bereits angesprochen, wenn ich mich in einem Modul befinde und einen Hook implementieren möchte, werden mir hier die verschiedenen Hooks, die von Drupal bereitgestellt werden, angeboten. Und sobald ich einen Hook implementiere, werden automatisch die zur Verfügung stehenden Argumente für die Funktion, für den Alter-Hook in dem Fall jetzt bereitgestellt. Zusätzlich dazu gibt es, wie bereits erwähnt, eben immer mehr Drupal-Integrationen und auch weitere Konfigurationen, die zum Beispiel sicherstellen, dass der Code-Style von Drupal befolgt wird. Das bedeutet, wenn ich mich jetzt hier in der Code-Style-Konfiguration für PHP befände, kann ich sofort definieren, dass ich dem Coding-Standards von Drupal eben folgen möchte. Das stellt sicher, dass immer wenn ich jetzt weiteren Code schreibe und zum Beispiel ein Drupal-Modul veröffentlichen möchte, dass es auch den von Drupal.org definierten Standards entspricht. Was es zusätzlich auch noch gibt, ist der PHP Code Sniffer. Das ist ein Open-Source-Projekt, mit dem Coding-Standards abseits jetzt von nur Syntax-Fehlern oder Indents und so definiert werden können.
Es existiert ein CodeSniffer-Plugin für Drupal. Das heißt, damit werden Drupal-Module, zum Beispiel die auf PHP, auf drupal.org publiziert werden, auch überprüft, ob sie den Codex-Standards entsprechen, sodass auch der nächste Entwickler sich darin zurechtfindet. Und der PHP CodeSniffer und das Drupal-Plugin dazu können im PHP-Storm integriert werden, sodass die IDE mich sofort darauf hinweist, diese Funktion wurde nicht gemäß den Standards benannt oder hier sind zu viele Whitespaces. Aber das müssen wir jetzt. Das sind alles Dinge, die man sehr schnell googeln und überprüfen kann. Es ist nur gut, mal zu wissen, dass es funktioniert. Im PHP Storm selber enthalten ist auch ein IDE, ein Terminal, mit dem ich theoretisch Drush ausführen könnte. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel unsere Installation von den Starter Days anschauen, die wir vorher in der Site-Building-Session durchgegangen sind, kann ich hier mittels Drush zum Beispiel Module downloaden und installieren. Drush gibt mir eine Möglichkeit, eben mit meiner Drupal-Installation über die Kommandozeile zu interagieren. Ich hätte jetzt die Möglichkeit zum Beispiel, wie gesagt, Module zu downloaden, die direkt in meiner Installation zu platzieren. Ich habe die Möglichkeit, Module zu updaten. Ich habe die Möglichkeit, die Datenbank zu exportieren oder auch Datenbanken zu importieren. Zum Beispiel hätte ich auch die Möglichkeit, direkt über Drush auf die in der Settings PHP konfigurierte Datenbank zuzugreifen. Und als einer der zentralen Befehle eine Auflistung der zur Verfügung stehenden Kommandos. Wie bereits zuvor erwähnt, ist CMI bereits in Drush abgebildet. Die verschiedenen Konfigurationskommandos sind größtenteils bereits implementiert. Ich hatte zum Beispiel die Möglichkeit, mir die Konfiguration, mir die aktuell auf der Seite eingespielten Konfigurationen anzuschauen. Ich habe auch die Möglichkeit, mittels des Drush Sex Commands, ja, es ist lustig, die gesamte Konfiguration. Das sind jetzt die Konfigurationen, die Konfigurationsdateien insgesamt zur Verfügung stehen. Die beim Configuration Export heruntergeladen worden würden. Und ich kann mittels Drush genau die gleichen Interaktionen durchführen, die ich über das Konfigurationsmanagement UI vorher von unserer Starterdays.sensations.at-Seite auf die CMI.sensations-Seite importiert habe. Das gleiche geht auch in die umgekehrte Richtung. Was zum Beispiel auch funktioniert, was vielleicht nicht so oft verwendet wird, ich könnte jetzt auch hergehen, Drush Edit und eine Konfigurationsdatei, User Mail, nachher wird die Konfigurationsdatei im aktuellen Editor, der für die Shell konfiguriert ist, geöffnet. Man kann sie editieren und beim Speichern und Verlassen des Editors resettet Drush automatisch diese Konfiguration. Das heißt, ich kann meine Seite wirklich eigentlich aus der Shell umkonfigurieren. Ist vielleicht aber es ist nett, dass es geht. Gut. Ja, ich glaube, Fragen? Denke, es reicht. Ja, dann Dankeschön und das war's für heute. Ja. Vielleicht die andere Idee ist, die Drupal-Integration für NetBeans in Pips ist nicht so weit, oder? Frage war, ob die Drupal-Integration für NetBeans und Eclipse und für andere IDEs auch zur Verfügung steht. Es gibt Ansätze, aber zumindest unserer Erfahrung nach ist noch niemand so weit wie JetBrains.